Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deathloop. Jetzt ist mir das Spiel fast nicht eingefallen. Heute geht es weiter. Wir werden heute weder in Abdam noch bei Frosted Rock weitermachen, sondern wir werden im Komplex uns das anschauen, und zwar das Nachschubdepot, was wir schon eine Zeit lang wollten. Und werden zusätzlich, irgendwo sollten wir doch irgendwas am Nachmittag mal mitnehmen. In Abdam wollten wir am Nachmittag eine Kurbel oder eine Batterie. Scheiße, was war denn das? Ich glaube, es war eine Kurbel. Ich glaube, wir wollten eine Kurbel, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Oder wollten wir in Karlsbucht eine Kurbel? Egal, ich würde sagen, wir schauen mal rein mit unserer aktuellen Ausrüstung. Das sollte alles passen. Ja, ich glaube, das sollte alles passen. Von daher gehen wir rein. So, dann kann ich jetzt kurz auch nochmal überlegen. Brauchten wir eine Kurbel oder brauchten... Ich weiß, wir brauchten beides, aber bei unterschiedlichen Orten. Ich glaube, in Karlsbucht brauchten wir die Kurbel und in Abdam die Batterie. Hey, Colt, beschäftigt. Ich lese. Wirklich? Ich habe genug Bücher für drei Leben gelesen. Aber kein einziges geschrieben. Ich habe hier alles, was ich brauche. Eine wichtige Aufgabe. Zeit für Hobbys. Familie. Welche Familie? Ich lebe hier ein erfülltes Leben. Das ist kein Leben. Wir laufen im Kreis, schlagen Zeit tot. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hä, wo sind wir denn jetzt? Oh, wir sind hier. Ah, okay. Nachschubdepot. What the fuck? Wow, das war ziemlich laut. Was? Ich sagte, die Explosion war laut. Was? Ich sagte, boom! Hey, ich verstehe kein einziges Wort, Mann. Sprich lauter, verdammt nochmal. Was war das? So, und jetzt warten wir aufs Chaos. Aha. Wenn es irgendwer blöd kommt. Oh. Ist da oben noch jemand? Schaut nicht so aus. Oh. Fickt euch. Fick dich, okay. So. Oh, Julie! Hey, Juliana! Da, es gab doch keinen Julie! Hey, das war gar nicht Juliana. Die hat so ultra so ausgeschaut wie Juliana. What the fuck? What the fuck, ernsthaft? Okay, jetzt muss ich das echt nochmal kurz denken. Was, bitte hol deine... Ah, okay, wir haben das für Abdam schon am Nachmittag gemacht. Alright, okay. Sehr gut, das heißt, letztes Mal habe ich hoffentlich genauer gewusst, was uns fehlt. So, da hinten ist das Nachschubdepot. Hier ist noch irgendwo eine... Hier drin ist noch irgendwo was. Okay, nein. Ja, hier ist Residuum, aber das habe ich gar nicht gemeint. Ich höre doch hier... Hört ihr das auch? Bin ja nicht blöd, oder?
ist irgendwo genau hier. Nee, aber es wird hier leiser. Irgendwo hier gibt's so eine Scheiß... Okay, fick dich. Irgendwo hier gibt's noch so eine... Nicht Tafel, sondern so ein... Na, wie heißt das, was man aufnehmen kann? Siegel. Siegel, genau. Brauche ich nicht. Irgendwo gab's hier ein Siegel. So, die Explosion übrigens vorher war das Nachschubdepot, nehme ich einmal an. Sei vielleicht nicht so laut. Okay, ich habe keine Ahnung, ob da oben besser ist, lang zu gehen. Probier es mal. Und müsste nicht sogar hier oben rum gut sein? Chaos Freedom. Okay, ist ganz gut Residuum. Oh, hoffentlich haben wir gerade keinen fahren lassen, wenn die hier schnüffeln. Ich ziehe Montagues frühe Werke vor, da hat er noch was zu sagen. Gib dich der Amnesie hin, Mann. Das sollten die jetzt wirklich nicht gesehen haben. Ist es nicht hier die Top-Position? Oder ist schick der Wendy da hinten dabei ist? Igor hat ihn hergebracht. Soll er sich drum kümmern? Für die da vorne alle zusammen ausschalten. Nicht hier typisch das Feuer wegzünden. Hallo? Geht die noch ein Stückchen weiter? Oder geht die wieder hier rum jetzt? Die geht wieder hier lang. Okay, na dann. Das hier sollte ja wirklich keiner sehen, dass ich die kille, oder? Sehr gut. Wir können uns ja treffen oder so. Okay, ich glaube, hier kann ich nicht durchschießen. Was ein bisschen kacke ist. Waren das alle? Schauen wir hier mal, was ist hier?
Sind nur die Feuerwerke, oder was? Moment. Ich habe sogar noch einen gehört, oder? Hä? Wo? Ah! Das war jetzt der letzte. Oh, wo geht's eigentlich? Wo ist denn hier lang? Ah, Moment, hier geht's raus, oder? Ja, okay. Ne, wollen wir gerade nicht. Hier sind wir, glaube ich, auch schon einmal reingegangen. So. Dann schauen wir uns mal das Nachschubdepot an. Let's fetz. Alles meins, was ist das? Paar Schüsse verursachen. Ja, okay, nee. Ja, das wird jetzt genau das gleiche. Das brauchen wir entsprechend nicht. Ein bisschen Residuum nehme ich mit. Weil wir Charlies Spiel gewinnen wollen in diesem Loop. Also, acen wollen. Mir geht's gut genug. Hier war das, genau. Und hier oben ist nur der Weg hier hoch. Ja, okay, ne? Dann, Nachschubdepot. Schauen wir mal, was hier Geiles drin ist. Absolut am Arsch der Welt. Immer gut. Oh, Moment. Oh. Weiß nicht, ob es so gut ist, dass... Oh. Wir brauchen noch eine Batterie. Die Sache ist, ich weiß auf jeden Fall, im Komplex gibt es eine Batterieladestation. Allerdings, ich würde jetzt sehr ungern hier ewig weit rumlaufen für eine fucking Ladestation. Ich weiß nicht, ob mir das nicht erspart bleibt. Bei Igor gab es keine, oder? Ne, hier gab es viele Feldnullifizierer und sowas. Ja. Ja, okay, ne. Wir holen uns mal eine frische Batterie. Weil dadurch, dass wir hier aufgemacht haben... Ah, Moment, hier ist eine Ladestation. Nice! So. Jetzt halten wir mal ganz kurz das. Sehr schön. So. Jetzt fetz. Das war... deutlich näher, als ich vermutet habe. Ich dachte, wir müssen schon ein bisschen weiterlaufen. So, wir legen das mal hier hin. Und jetzt geht's weiter. Nachschubdepot. Oh. Okay, komme ich nicht durch. Hm. Keine Energie, keine Party. Was hier oben? Ja. Okay, da drin. Moment. Oh. Ah! Okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Okay, Moment. Oh, wo? Da oben? Das waren alle, Gott sei Dank. Dann holen wir es ganz kurz nochmal von hier hinten. Bisschen Heilung. Moment, hier ist noch ein. Ah, ich habe das übersehen.
Naja, gut, hier oben ist eh eine Station, von daher gar kein Problem. Und kann man hier unten lang? Hallo? Okay. Oh, hier ist noch eine Schleuse. Okay, wir schauen erstmal hier lang. Hier ist keine Party. Oh! Die Strelec Verso erhalten. Die Waffenkammer im Nachschubdepot ist in mehreren Batteriefassungen gesichert. Hm. Okay. Moment, falsch. Hm. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ja, und jetzt kann ich in die zwei Seitenflügel. Boom, sei vorsichtig. Hier steht nicht Boom, sei vorsichtig. Gefällt mir. Okay. Ich habe zu früh gesprochen. Hier ist echt viel Shit. Und mit Shit meine ich Laser. Fuck you! Wo ist der nächste? Unten ist irgendwo. Ja. Soll ich in die Fall? Ah, Moment. Nee. Und kann ich nicht theoretisch einfach. Ja, ich kann das theoretisch einfach machen. Hier ist irgendwo noch einer, der mich jagt. Oh, jetzt haben sie aufgegeben. Die sind wirklich unter mir. Acht Kugeln, acht leere Köpfe. Okay.
Ha. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Code. Hä? Achso. Wo ist die Mine? Ah, da. Nehmen wir... Das sind echt arschviele von denen. Und manche von denen kann man echt nur so wegmachen. Ich meine, ja, vielleicht müsste ich sie gar nicht wegmachen, aber ich weiß genauso, irgendwann gehe ich hier einfach durch. Wobei, ich könnte sie wahrscheinlich einfach... Okay, ich kann sie so nicht abschießen. Wow. Den hätte ich, den letzten hätte ich jetzt gar nicht so machen müssen. Den hätte ich auch einfach so deaktivieren können. Oh, Moment. Ha! Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt einfach einmal durch und bin schon unaufmerksam. Ja, super. Meint wo? Ah, hier drin. Okay. Gibt's irgendwo zufällig so eine Zahlenkombination. Wäre ganz angenehm. Ah, hier ist die Seite, okay. Ja, damit. Schaut so aus wie so, als würden die da irgendwas in den Weltraum schicken wollen. Ich meine, so ein bisschen wird es eh in die Richtung dann gehen. Nein! Fuck you. Verdammter Mist! Super, dass dem das auch scheißegal ist. Yes! So! Sonst noch was? Wo ist der eine scheiß Code? Der ist wahrscheinlich unten. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Weil wo soll er sonst sein? Boah, hier sind so viele von diesen Arschdingern. Und nicht nur die, sondern auch normale Minen. Oh, das könnte noch gereicht haben. Ja. Aber einer ist noch hier. Ah, das glaube ich waren jetzt alle. Holy shit. Okay, ich dachte, das wäre hier deutlich kleiner, das Nachschubdepot. Aber okay. Okay, wo ist hier die Mine? Da. Die Annäherungsminen sind viel schlimmer. Ah, Batteriefassung. Das heißt, wir brauchen von oben eine Batterie. Aber das, hier ist nicht der Ort, wo wir reingekommen sind, oder? Doch, 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 doch. Nee. Doch. Hä? Bin verwirrt. Wir brauchen auf jeden Fall eine von den Batterien hier jetzt.
Ich nehme mal an, hier unten wird keine aufgeladene irgendwo rumliegen. C20. Ah. Hier ist der Raum, aber Hallo. Hallo, lass mich da hoch, bitte. So, das heißt, wir... Nein. Das heißt, wir können hier die Batterie wieder rausnehmen. Wo ist sie? Da. Können jetzt hier schön nochmal runter. Die Batterie in die Fassung da unten reinlegen. Und das war jetzt hier, oder? Ja. Zugang ist alles. Ja. Amen. Was? Nein. Hier rein. Nice. Okay, hier gibt es hoffentlich dann den Zugangscode. Nicht gierig werden. Zum einen. Merken und löschen. Waffenkammerzugang. 3526. Ja, das hört sich doch gut an. Ein Code für eine Waffenkammer. Wow. Ich nehme mal die, weil jetzt hier eh keine Gegner mehr sind. Ich nehme mal die Batterie mit. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die noch brauchen. Hä? Oh! Hier ist noch so ein Teil. Wasser und Batterien sind keine Freunde. Okay, und wo ist... Was ist das jetzt für eine krasse Scheiße hier? Und was passiert, wenn wir hier den Durchgang aufmachen? Ah, ja, okay. Das ist gar nicht so bad. Alter, das Flackern. Ha. Huh. Novaks Ultimatum. Jetzt mal offiziell, Berezin. Diese Expedition hat ein voller Erfolg zu werden. Das ist ein Befehl. Wenn wir nicht innerhalb der nächsten 6 Monate einen ernstzunehmenden wissenschaftlichen Durchbruch erzielen, macht die Regierung einen Rückzieher. Keine Förderung mehr, kein Heimaturlaub an der Südküste und keine Fischeier mehr. Ich scheiß auf die Fischeier, Chen. Ich brauche 8 Monate. Jürgen, Sie hatten erst 3, dann 6. Also liefern Sie mir was. Bilder von einem Seemonster, Beweise außerirdischen Lebens. Irgendwas, um denen zu zeigen, dass wir ihnen nicht nur Kohle aus dem Arsch ziehen. Warum sagen Sie das so offen? Ich kann's mir leisten. Sie nicht. Wie schnell verreckt ich denn hier? Nicht allzu schnell. Okay, Batterie. Halten, aufladen. Ah, okay. Cool. Wasser und Batterien sind keine Freunde. Ich habe das Gefühl, das könnte ich jetzt hier relativ easy verrecken. Gehen wir mal kurz hier hoch. Von hier aus ist nämlich, glaube ich, besser, erstmal eine Übersicht zu bekommen. Nein, nicht runter ins Wasser. Oder ist hier überhaupt Wasser? Ja, ist Wasser. Die Frage ist, wo ist hier ein Eingang in das Teil? Kann ich hier drauf, bitte? Oder ist es zu schmal? Nein. Okay, ich finde keinen Eingang.
Das Gute ist, das regeneriere ich mir. Moment. Knopf. Ah, das war's. Da. Hallo. Auf hier den Kack. Oder ist die Batterie leer? Nein! Dann komme ich hier wirklich jetzt nicht vernünftig rein. Okay, Moment. Residuum absorbieren. Okay, hier ist außerdem ein bisschen Residuum, sonst nichts. Das ist ja Bullshit. Sehr harter Bullshit, dass hier sonst nichts ist. Okay, das heißt, wir haben sonst wirklich nur die Waffenkammer. Moment. Ich kann jetzt hier nicht... Ah, damit, das heißt, muss ich jetzt wieder den langen Weg außen rum gehen. Na gut. So, hier. Einmal automatisch vervollständigen und jetzt... Moment. Wollte ich sagen. Magazin ist voll. Hä? Das hat uns aber irgendwie überhaupt nicht gestört, offenbar. Naja, macht nichts, ist mir eh lieber. Ja, damit, das ist nur Bullshit, okay. Keine Batterien leider. Okay, also hier gibt's halt Munition, aber sonst nichts. Dafür habe ich mir diesen scheiß Code geholt. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist wirklich nichts. Okay. Na denn. Warte mal. Brauche hier genügend oder Moment, was brauche ich hier überhaupt? Ah ja, ich brauche hier genügend geladene Batterien einfach. Was ist das hier? Keine Ahnung. Das heißt aber, eine muss ich noch irgendwo herkriegen, oder? Das ist jetzt ziemlich doof. Ich kann das Haupttor aufmachen. Sehr schön. Das macht, glaube ich, vieles einfacher. Weil ich jetzt, glaube ich, hier oben einfach ein paar Batterien abschauern kann, oder? Und dort sind auch keine Batterien, oder? Ich weiß gar nicht, ob im Komplex so zwangsläufig, also im Hauptding, so zwangsläufig viele von den Teilen sind. Ich weiß, wir haben so ein paar... Ja gut, da ist nur Munition, oder? Wow, das ist mal so überhaupt nichts. Das heißt, ich muss tatsächlich... Das plötzlich für Geräusche hier. Das heißt, ich muss tatsächlich die Batterien, quasi alle, die hier irgendwo sind, zusammensammeln, laden. Hier ist keine an dem Teil, oder? Das wäre irgendwie fies. Ich meine, ja, theoretisch.
Das ist mir so eines der unliebsamsten Rätsel, sage ich mal. So einfach dieses random rumsuchen. Ich kann nämlich auch nicht zwei Batterien tragen. Ja, eine. Zweite. Und ist die? Sind beide leer? Ah, das ist natürlich Arsch. Und ich schmeiß sie mal hier hin. Ich kann die halt nicht irgendwie besser. Oh, Moment, in der Waffenkammer vielleicht, dass noch irgendwo eine Batterie war. Sonst würde es nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben, dass das so wichtig war. Okay, ich gebe die Batterien. Und hier war die Waffenkammer, oder? Kann ich dich da reinwerfen? Nein. Ja, wo ist jetzt? Da. Schon nice, wenn hier jetzt irgendwo Batterien liegen. Wobei, man, das hier war gar nicht die Waffenkammer. Ein Depp. Okay. Und jetzt sind wir einfach nur einmal im Kreis gelaufen. Boah. Schnapp dir, was du brauchst. Ja, hier ist die Waffenkammer. Ah, Moment, hier ist der Haupthalle. Okay. Dann haue ich das alles mal hier in die Haupthalle zum Tor. Ich hoffe, ich muss nicht wirklich mit den ganzen Batterien quasi die ganzen Batterien des Komplexes einsammeln, nur um dann hier so ein bisschen spazieren zu gehen mit so einer Waffe. Und wo war jetzt die Tür, die ich auf... Hä, wo... Bin ich jetzt blöd? Alter! Ach, ja, ich komme ja immer über die obere Tür hier. Hier in der Waffenkammer. Seit sind hier Batterien. Es wirkt nicht so. Und das ist echt geschissen. Sag ich, das Geschütz kann ich jetzt auch nicht irgendwie. Hilft mir jetzt nichts. Hier war ja nur der Teil. Moment, aber dann haben wir trotzdem eine Batterie zu wenig. Das heißt, ich muss irgendwoher noch eine Batterie kriegen. Hier habe ich die hingeschmissen, die andere, oder? Shit, wo ist jetzt denn die andere Batterie da? Jetzt habe ich sie wieder irgendwo weggeworfen. Alter, wo habe ich die Batterie hingeworfen? Ach, da. Okay, das ist jetzt aber so ein bisschen kacke, weil wenn ich jetzt wirklich mit den ganzen Batterien hier rumlaufen muss. Vor allen Dingen, ich brauche safe noch welche. Und das ist auch nicht so besonders angenehm, dass ich jetzt hier jedes Mal herlaufen muss. Ich brauche dann vor allen Dingen auf jeden Fall noch einen Ort, wo es Batterien gibt. Also wehe, diese Waffe ist es nicht worth. Dann bin ich aber ein bisschen hart. So. Leere Batterie, da ist volle Batterie. Weil ich weiß gerade auch nicht, wo hier in der Gegend noch viele volle Batterien sind. Da oben in diesem kleinen Loft, sage ich jetzt mal. Sind da Batterien?
schon mal ganz kurz. Wenn ja, kann ich ja hier einfach herlaufen. Schaut aber nicht so aus. Dammit, das heißt, wir müssen wirklich in den Hauptteil des Komplexes. Boah. Ich glaube nicht, dass das die Intended Solution ist, sage ich mal, aber... Mir fällt jetzt, sagen wir mal, keine andere ein. Oder es ist hier irgendwie großartig. Batterien hier irgendwo. Wobei, drüben bei Igor sollten, glaube ich, so ein paar von den Teilen sein, oder? Ich gebe die beiden mal rein. Okay, ja, wir brauchen vier. Wetten wir, die vierte ist noch irgendwo hier und ich bin gerade zu blöd ein. Sie ist einfach hier. Wow. Geil! Ist einfach direkt hier vor der Tür. Nice. Was macht denn das überhaupt? Keine Ahnung. Egal. Immerhin muss ich jetzt nicht noch blöd rumsuchen. So. Her damit. Schön viel Residuum. So, bitte sei geil. Wir haben eh alle angereichert, also von daher kommen, nehmen wir die weg. Zugefügter Schaden in einem Waffenmodus verstärkt die, den anderen beim Nachladen zurückgesetzt. Aus zwei Pistolen wird eine Maschinenpistole. Oh. Stärker zu zweit. Wechseln drei. Oh. Und dann kann ich den machen und dann... Cool. Okay, das ist schon nice. Das würde ich sagen, ist voller Erfolg gewesen. Kann man echt nichts sagen. Gibt es hier noch Leute, an denen ich das ausprobieren kann? Meine neue Waffe? Ich werde die wahrscheinlich meistens eh so verwenden und nicht als Dual-Wielder. Ja komm, ich will das jetzt noch an irgendwem ausprobieren. Störungen werden wieder auf! Tja. Geil. Die können was. Gefällt mir. Also, so eine Salve, die komplett auf einen Gegner landet, killt den auch. I like it. Moment, wo ist jetzt hier nochmal der Ausgang? Hier unten. Ja. Yeah. Okay, na dann würde ich sagen, es war voller Erfolg. Wir haben gemacht, wofür wir hergekommen sind. Der Code für die Waffenkammer, das haben wir ja schon. Ja, Stärke zu zweit. Wollte gerade sagen, warum geht die Tür nicht auf? Weil ich bei der Tür nicht bei dem... bei dem Rad drücke. Oh. Ein bisschen Residuum. Oh, nice. Ja, damit. Na gut, dann würde ich sagen... Wenn ihr halt eh keine Tafel, also von daher... Ja, ich würde es nicht Zeitvertreib bezeichnen, sondern wir haben unser Waffenarsenal auf elementare Art und Weise verstärkt. So würde ich das ausdrücken. Dass du es überlebt, würde ich genauso ausdrücken. So. Strella Querso. Für Serves Versatile. Und wir haben einige gute Siegel erhalten, also gut oder nicht, schauen wir mal. Wir schauen uns mal an. So, wir sind immer... Achso, Moment. Wenn ihr war ja überhaupt zum Mittag gar nicht beim Ding. Okay. Na gut, schauen wir mal hier, ob wir geile, starke Siegel noch erhalten. Du folgst doch der nächste patrouilliert, schleichender Tod. Maximale Kraft, Doppelsprung in der Luft, explosive Heilung, persönliche Note. Also das hier könnte man mal...
Das sind alles Sachen, die wir schon haben. Okay, Moment. Hier unten muss ich ja schauen. Betonkopf, erneuerbar, Betonkopf, Plasma. Ja, Fremdwort, Tod, tiefe Tasche. Ja, nee, das ist eigentlich alles ziemlich... Ja, das hier Pistolero, das würde zu dem aktuellen, was wir gerade haben, gut passen. Ja. Aber viel interessanter ist natürlich... Mit Ausrüstung anreichern, genau. Dass wir natürlich unsere Waffe anreichern. So. Anreichern. Und auch entsprechende Siegel, Waffensiegel. So, und zwar... Was ist gut für die? Gezielte Schüsse... Ja, okay. Das nehmen wir mal. Bewegen. Beim Zielen wird stärker gezoomt. Innerhalb der die Waffe präzise feuert. Verbessert die Präzision. Meisterschütze. Nachladen schneller wäre cool. Aber nochmal nach... Laden, Schnelllader, hier. Die nur beschweren. So, persönliche Siegel haben wir gerade geschaut. Ist alles hier nicht so geil. Tafeln und Verbesserungen auch nicht. So, na dann, schauen wir es uns mal an. Nein, schauen wir es uns mal an. Also. Einmal bitte. Schnelllader. Dann mobiler Schütze und Feuerhagel. Dann ist wirklich so brumm, brumm und nicht so pum, 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 sondern so richtig brumm, brumm. Nehmen wir auch nur das. Sehr schön. Und damit haben wir unser Arsenal wieder gut verbessert. I like it. So. Dann nehmen wir auch die jetzt für den Rest und ja, dann würde ich sagen, weitere Verbesserung gerockt. Nächstes Mal werden wir das Spiel von Charlie weitermachen oder uns zu Frosted Rock begeben, wo wir Charlie und Fia bei ihrem Turteltäubchen-Rendezvous stehen. Ich würde sagen, das entscheiden wir uns nächste Folge ganz spontan. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sage ich Tschüss, Leute.